Am 23. Dezember 2023 präsentierte NIO mit dem ET9 sein neuestes Elektroauto. Dieses Modell markiert einen bedeutenden Schritt nach vorn, indem es das mit Abstand aktuell fortgeschrittenste Elektroauto ist. Vorher aber euch allen ein frohes Fest und einen guten Rutsch ins neue Jahr. Und jetzt seht ihr alles, was man über den NIO ET9 wissen muss, hier auf Project Drive. Der ET9 soll im Jahr 2025 auf den Markt kommen. Dann könnte das Fahrzeug nicht nur der Luxuspositionierung entsprechend hohe Leistung bieten, sondern auch eine große Reichweite. Neben dem ET7 liefert die Marke in Deutschland mittlerweile die mittelgroße Limousine ET5 und deren Kombiversion sowie die SUV EL6 und EL7 an Kunden aus, vorzugsweise via Abo, auf Wunsch der Interessenten aber auch als Kauffahrzeuge. NIO CEO Li beschreibt den ET9 als Landjet. Ein Begriff, der erstmals von Audi für ein futuristisches Elektrokonzept geprägt wurde, das 2020 vorgestellt wurde. Es kombiniert die Linien einer traditionellen Limousine mit denen eines modernen SUV und fährt auf Rädern bis zu 23 Zoll und mit bis zu 200 mm Bodenfreiheit. Im Inneren erhält die Limousine eine luxuriöse Kabine mit 4 Sitzplätzen im 2+2 Layout. Die Rücksitze wurden speziell für den ET9 entwickelt und bieten eine elektrische 18-Wege-Verstellung sowie eine Liegefunktion, sodass der Sitzlehnenwinkel nur 45 Grad beträgt. An der Rückseite der Vordersitze sind außerdem ein paar 14,5 Zoll OLED-Bildschirme angebracht. Der Innenraum wird in der Mitte durch eine sogenannte Führungsbrücke geteilt. Es stellt den Frontpassagieren ausklappbare Tische und einen 10-Liter Mini-Kühlschrank zur Verfügung. Auch erhält der hintere Sitzbereich bis zu 7 elektrische Sonnenblenden. Der NIO ET9 ist 5,3 Meter lang, 2,01 Meter breit und 1,62 Meter hoch. Der Radstand bemisst sich auf 3,25 Meter. Der ET9 kommt mit 900 Volt Technologie. Diese Innovation übertrifft die üblichen Industriestandards und signalisiert einen neuen Maßstab in der Effizienz und Leistung elektrischer Antriebe, wie der Hersteller selbst zu verstehen gibt. Besonders hervorzuheben ist die Einführung eines vollständig drahtgesteuerten Chassis, welches das Fahrerlebnis durch erhöhte Präzision und Anpassungsfähigkeit verändert. Angetrieben wird der Stromer von einem Allradsystem bestehend aus einem 340 kW Permanentmagnetmotor im Heck sowie einem 180 kW Induktionsmotor im Frontbereich. Hierdurch steht eine Gesamtsystemleistung von 520 kW oder 707 PS zur Verfügung. Zusätzlich verfügt der ET9 über einen wechselbaren 150 kWh Semi-Solid-Akku, der auf der NT3-Plattform von NIO basiert. Diese Kombination ermöglicht nicht nur eine verbesserte Leistung und Reichweiten von 1000 Kilometer, sondern auch ein ultraschnelles Laden. Es dürfte sich hierbei um den 150 Kilowattstunden Ultralangstrecken-Akku aus dem NIO ET7 Prototypen handeln, welche ab April 2024 in Serie gefertigt werden. Der ET9 soll eine Peak-Ladeleistung von bis zu 600 kW haben. Dazu braucht man aber natürlich auch die passenden Ladesäulen. Laut NIO soll der ET9 eine Reichweite von bis zu 255 Kilometern in gerade einmal 5 Minuten nachladen können. Noch schneller geht es beim Akkutausch. Dank NIOs Batteriewechseltechnologie sei dies in gerade einmal 3 Minuten möglich. Die Vorbestellungen für den NIO ET9 sind bereits über die NIO App gestartet, was das große Interesse und die Vorfreude auf dieses Modell unterstreicht. Mit einem Preis von umgerechnet etwa 102.315 Euro positioniert sich der ET9 als eine ernsthafte Option für diejenigen, die in der Welt der elektrischen Luxuslimousinen nach etwas Besonderem suchen. Was ihr vom NIO ET9 haltet, könnt ihr mir gerne in die Kommentare schreiben. Wenn euch meine Videos gefallen, lasst mir ein Abo und einen Daumen nach oben da. Vergesst auch nicht, auf meinem Instagram- und TikTok-Kanal vorbeizuschauen. Die Links dazu sind in der Videobeschreibung. Vielen Dank fürs Dranbleiben und wir sehen uns dann beim nächsten Mal. Ciao!